General MacArthur will Sie sprechen. Mir wurde gesagt, dass 2000 kaiserliche Soldaten die Straßensäulen werden. Für deren Scharfschützen sind wir ein leichtes Ziel, General. Sagen Sie Washington, dass ich meine Experten befragt habe und dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Zeigen wir denen was von der guten alten amerikanischen Lässigkeit. Der Präsident hat mir gerade mal 10 Tage gegeben, um zu untersuchen, welche Rolle der Kaiser in diesem Krieg gespielt hat. 10 Tage? So ist es. Das ist nicht machbar. Sie übernehmen diese Aufgabe. Sie kennen dieses Land. Sie haben mein vollstes Vertrauen. Wenn ich ihn vor Gericht stelle, könnte das der Funke sein, der das Pulverfass hochgehen lässt. Genau im falschen Moment. Wenn ich den Kaiser festnehme, muss ich mit Massenselbstmorden rechnen. Vielleicht sogar mit einer Revolte. Alle Verdächtigen werden in einem Zeitfenster von 1 Stunde verhaftet. Wie lange waren Sie nicht hier? 5 Jahre, Sir. Mein Onkel ist ein General. Er könnte dir sicher behilflich sein. Die Menschen hungern. Und das Land steht kurz vor dem totalen Kollaps. Es braucht nicht viel aus ihrer Verbitterung, eine Revolte zu entfachen. Die Amerikaner verlangen den Kopf des japanischen Kaisers. Wenn Sie den Kaiser retten wollen, dann brauche ich Beweise. Befahl der Kaiser den Angriff auf Pearl Harbor? Es ist nicht alles nur schwarz oder weiß. Der Himmel war voll von Kamikaze-Fliegern. Millionen starben in seinem Namen. Er ließ 2 unserer Städte in Schutt und Asche legen. Wir brauchen Gerechtigkeit. Aber Rache ist nicht dasselbe wie Gerechtigkeit. Ich bin kurz davor, die wichtigste Entscheidung dieser Besatzung zu treffen. Eine Entscheidung über die Zukunft Japans. Und alles, was ich habe, sind ihre Ahnungen. Ich finde keine Beweise. Es ist mir egal, wie Sie ihn kriegen. Beschwören Sie ein Wunder herauf. Bringen Sie mir den Kaiser. Ich habe noch nie einen Kaiser getroffen. Geschweige denn einen Gott. Was zur Hölle sage ich zu einem Gott?